Hallo und willkommen zurück. Freut mich, dass du zum Basic-Video der Wahrscheinlichkeitsrechnung gefunden hast. Solltest du mich vergessen haben, ich bin die Caroline und heute schauen wir uns die Wahrscheinlichkeitsrechnung im mathematischen Kontext an. Doch vorher habe ich hier ein kleines Quiz für dich. Schnappe dir jetzt ein Blatt Papier und einen Stift, pausiere das Video und versuche, das Lösungswort herauszufinden. Viel Spaß! Und kannst du dich noch erinnern und bist auf die richtige Lösung gekommen? Cool! Wenn man von Wahrscheinlichkeit spricht oder Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, dann macht man dazu Experimente. Um genau zu sein, Zufallsexperimente. Aber was genau ist ein Zufallsexperiment? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Ein Zufallsexperiment erkennst du an drei Eigenschaften. Erstens kannst du es unter den gleichen Bedingungen so oft wiederholen, wie du möchtest. Zweitens gibt es immer mindestens zwei Möglichkeiten, wie das Zufallsexperiment ausgehen kann. Und drittens kann man nicht vorhersehen, wie das Zufallsexperiment ausgehen wird. Fallen dir Beispiele ein, auf die diese Eigenschaften zutreffen? Ein Zufallsexperiment ist beispielsweise das Würfeln. Das kennst du bestimmt von den unterschiedlichsten Brettspielen. Der Münzwurf ist auch ein klassisches Beispiel für ein Zufallsexperiment. Kopf oder Zahl wird dann häufig gefragt. Vielleicht hast du auch schon einmal auf diese Weise eine Entscheidung getroffen. Auch das Ziehen eines Tombola-Loses ist ein Zufallsexperiment. Betrachten wir das Würfelbeispiel etwas genauer. Nimm dir doch einen Würfel zur Hand und mach gleich mit. Was kann passieren, wenn ich einen sechsseitigen Würfel werfe? Genau, ich kann eine Zahl von 1 bis 6 würfeln. Welche Zahl hast du denn mit deinem Würfel geworfen? Jede Zahl, die ich werfen kann, also jede Zahl von 1 bis 6, ist ein möglicher Ausgang meines Zufallsexperiments. Diese möglichen Ausgänge nennen wir in der Wahrscheinlichkeitsrechnung Ergebnis. Nun kann ich mir natürlich vor dem Würfeln überlegen, was ich mir wünschen würde, dass passiert. Beispielsweise kann das eine gerade Zahl sein, also 2, 4 oder 6. Oder aber ich möchte eine Zahl würfeln, die durch 3 teilbar ist, also 3 oder 6. Jede dieser vielen möglichen Zusammenfassungen von Ergebnissen nennen wir in der Wahrscheinlichkeitsrechnung Ereignis. Es gibt 3 Ereignisse, die einen speziellen Namen haben. Überlegen wir uns kurz, wie wahrscheinlich es ist, einen 7er zu würfeln. Das funktioniert nicht, oder? Denn wir haben ja vorher festgestellt, dass wir nur Zahlen von 1 bis 6 würfeln können. So ein Ereignis wie einen 7er würfeln nennt man ein unmögliches Ereignis, da es eben nicht möglich ist, dass dieses eintritt. Ist mein Wunsch aber einen 4er würfeln, so ist das sehr wohl möglich. Es gibt auf meinem Würfel aber nur einen einzigen 4er. Das heißt, ich muss genau diesen werfen. So eine Situation nennen wir Elementarereignis. Ein Elementarereignis umfasst also nur ein einziges Ergebnis. In diesem Fall den 4er. Wenn ich mir wünsche, eine Zahl von 1 bis 6 zu werfen, so wird mir das ganz sicher gelingen, da auf meinem Würfel ja nur solche Zahlen abgebildet sind. Deshalb heißt ein Ereignis, das alle möglichen Ergebnisse zusammenfasst, sicheres Ereignis. Schauen wir uns nun an, wie wir die genaue Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Ereignisse bestimmen können. Dazu überlegen wir uns, was wir gerne würfeln würden. Nehmen wir wieder die geraden Zahlen als Beispiel. Nun überlegen wir uns, wie viele Ergebnisse günstig sind. Der 2er, der 4er und der 6er. Das sind also 3 für uns günstige Ausgänge von insgesamt 6 möglichen Ausgängen. Wir können das mathematisch mit einer Bruchzahl anschreiben. Wir haben 6 mögliche Ausgänge unseres Wurfes.
Das wird als Nenner angeschrieben, weil ein Wurf ist in Spruchzahlschreibweise ein Ganzes, das 6 Möglichkeiten hat. Also Sechstel. Wenn wir nun eine gerade Zahl würfeln wollen, also 2, 4 oder 6, dann gibt es 3 günstige Ausgänge für unseren Wurf. Das ist der Zähler. Möchte ich also eine gerade Zahl würfeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Wurf eine gerade Zahl zeigt, 3 Sechstel. Unseren Bruch, 3 Sechstel, können wir kürzen und kommen so auf ein halbes. Das ist schon unsere errechnete Wahrscheinlichkeit. Wir merken uns also, dass wir die Anzahl der günstigen Ergebnisse durch die Anzahl der möglichen Ergebnisse dividieren müssen, um die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses zu bestimmen. Wie hoch ist nun die Wahrscheinlichkeit, einen Vierer zu würfeln? Ganz genau, ein Sechstel. Weil wir ja insgesamt wieder 6 Möglichkeiten haben, von denen genau eine passt. Das, was wir gerade gemacht haben, nennt sich Laplace-Experiment. Bei diesem müssen alle möglichen Ergebnisse gleich wahrscheinlich sein. Also wie bei unserem sechsseitigen Würfel. Da hat man von jeder Zahl genau eine Möglichkeit, sie zu werfen. Seinen Namen hat das Experiment von dem französischen Mathematiker, Physiker und Astronom Pierre-Simon Laplace. Er hat sich im 18. und 19. Jahrhundert besonders viel mit der Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt. Wie sieht das jetzt bei einem Münzwurf aus? Berechne dir die Wahrscheinlichkeiten, Kopf bzw. Zahl zu werfen. Die Wahrscheinlichkeiten sind jeweils 1,5. Bist du darauf gekommen? Super! Das war's auch schon mit dem Basic-Video. Du kannst jetzt Wahrscheinlichkeiten berechnen. Ich freue mich, dich im Mastery-Video wieder begrüßen zu dürfen.